Willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Car Driving. Wir sind heute mit der Mercedes A-Klasse A200 Turbo Coupé mit ASG unterwegs und das bei wunderbarem Wetter. Wir starten direkt mit der A-Klasse und ich glaube, es ist die A-Klasse, die irgendwann mal den Elchtest nicht bestanden hat. Das ist ja immer so der Running Gag. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie ist es. Und ich habe den Mod wieder aus dem Steam Workshop runtergeladen. Das heißt, ich glaube, irgendjemand hat mir mal in die Kommentare geschrieben, in dem Steam Workshop kann man die Sounds nicht anpassen. Das heißt, wir haben dann wieder diesen Standard-Sound, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich schaue mal, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Also es gibt auf jeden Fall noch andere Möglichkeiten, nur die sollen wohl ein bisschen komplizierter sein. Ich schaue mir das auf jeden Fall mal an. Aber jetzt starten wir erstmal mit der Mercedes A-Klasse und ich würde sagen, wir machen schon mal, SWR3 Baden-Württemberg. Das wird hier direkt als Radiosender vorgeschlagen. Wir schnallen uns an, lösen die Parkbremse, nicht die Parkbremse, die Handbremse. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal ganz geschmeichig los. So, ich bin schon länger nicht mehr gefahren. Bevor wir es machen, können wir natürlich nochmal das Auto von außen ansehen. Wieder ein sehr schickes Modell und wir sind auch entsprechend schick gekleidet. Ein bisschen wie Opa, aber es ist ja auch so ein bisschen das Fahrzeug von Oma und Opa, oder? Also, jedenfalls sehe ich öfter mal. Ich will jetzt keine Klischees hier bedienen, aber man sieht doch relativ oft in diesen Autos ältere Personen, oder? Also in dieser A-Klasse. Wie dem auch sei, das ist also unser Gefährt. Wir haben ein Dreitürer, also mit Kofferraum. Wir haben hinten also keine extra Türen. Da hat man ein bisschen gespart. Ja, aber wenn man nur zu alleine oder zu zweit unterwegs ist, dann kann man es ja gut machen. So, und dann würde ich sagen, fahren wir direkt mal los und erwarten die erste Aufgabe, die uns das Spiel gibt. Da haben wir schon eine. So, wir fahren jetzt auch ein bisschen wie Oma. Muss nämlich erstmal wieder reinkommen. So, was ist hier? Nächsten Kreuzung links, okay. Es kommt ein bisschen spät, der Hinweis. Ein bisschen wie beim Navigationsgerät, da kommt es auch immer zu spät. Aber es gibt mir die Möglichkeit, einmal kurz einen Schluck Kaffee zu trinken. So, wollen wir uns durchlassen hier? So. Wieso? Was habe ich gemacht? Warten wir auf die nächste. Mal gucken, ob wir noch eine. Oh. Der dreht da schnell durch. Also ganz durchtreten, das Gaspedal ist nicht bei dem Gerät hier. Das ist auch nicht das PS-stärkste Modell. Aber es reicht halt so für den Alltag, ne? Das ist ein ganz normales Auto. Ich werde in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch ein paar Modelle vorstellen, die ich mir eben runtergeladen habe, weil ich die alle ziemlich cool finde. Hab da schon ein paar im Auge. So. Jetzt sollen wir wieder abbiegen. Okay, mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Schon wieder nicht erfüllt. Bin ich über der durchgezogenen Linie? Nee. Mensch. Oh. Also ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mega Gas hat, wenn man das Gaspedal voll durchdrückt. So, diese Aufgabe, das wird's aber jetzt. So. Ich habe den Verkehr auch ein bisschen hochgestellt, beziehungsweise die Aggressivität der Fahrer. Das kann man ja alles. Oh! Da haben wir so einen Fall. Wer sind Sie? Mann. So was kotzt mich an hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sind Fahrmanieren. Es ist unsere ganze Aufgabe flöten gegangen, weil ich nicht wachsam genug war. Mann, noch einen Schluck Kaffee, vielleicht geht's dann besser. Wir können uns das nochmal von außen anschauen, das Modell.
Ja, ich mach's mir jetzt mal lieber von innen, während wir die Aufgabe machen. So, was haben wir gesagt? Dann jetzt gleich rechts, ja. So. Richtig, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, mache ich das gerade. Lenkrad mit beiden Händen festhalten. Nicht cool den Scheibenwischer machen oder so, den Fensterputzer, so. Sondern ganz konzentriert fahren, weil ich die Aufgabe jetzt wirklich schaffen will. Im dritten Anlauf, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. So. Den Schulterblick habe ich nicht gemacht. Da muss ich mir noch eine Taste belegen. Fällt mir gerade mal so auf. Aber das ist echt nicht der Sound, ne? Also, so soundmäßig, da müsste ich mir echt nochmal andere Mods runterladen. Aber es hängt ein bisschen von euch ab. Also, wenn ihr das weiter sehen wollt, dann mache ich das gerne. Schreibt das gerne in die Kommentare. Dann werde ich so in 3, 4 Folgen oder so, werde ich mir dann mal andere Mods runterladen, wo das dann auch mit dem Sound stimmt, hoffentlich. So, 1,5 Kilometer noch. Wie schnell darf man hier eigentlich fahren? Ich habe kein Schild gesehen. Ich mache mir jetzt lieber nichts Riskantes. Das würde ich später nur bereuen. So, wir fahren mit geschmeidigen 60 hier durch die Gegend. Alle fahren hier irgendwie in 300 Metern links abbiegen, okay. Gut. Ja, jetzt ist hier Stau. Was ist jetzt hier? Hallo, hallo? Ach, hier, Reißverschlusssystem. Dann fahr du jetzt mal. Das war ich wieder. Moment, der fährt hier durch? Das dürfen wir nicht. Mal nochmal kurz schauen. Ne, kommt wirklich keiner. Der Blinker ist noch. Oh. Uiuiui. So. Kann man meine Fahrkünste mal wieder bestaunen hier. Ich weiß, sie sind rudimentär, aber es reicht. Es kam auch letztens mal die ernst gemeinte Frage, ob ich wirklich einen Führerschein hätte, ob ich mir da sicher sei. Das fand ich ein bisschen lustig. So, 400 Meter noch. Komm, das schaffen wir jetzt. Wieder links, okay. Easy. Ah ne, hier noch nicht. Hier? Ah! Da war doch noch... Nein! Ach Leute! Kann das denn wahr sein? Naja, aber... Das Wichtigste ist ja sowieso, dass wir das Modell hier gesehen haben. Ich fahre jetzt zum Ende des... Ich fahre zum Ende des Let's Plays hier nochmal komplett aus. Wir fahren mal auf die Autobahn auf. Oder ist das hier die Autobahn? Ne, da hinten ist es gesperrt. So, vielleicht können wir es ja hier komplett mal ausfahren. Nee, sieht schlecht aus. Aber hier vielleicht, so.
Zwar gefährlich, was wir jetzt machen, sollte man in der Realität nicht machen, aber ich möchte einmal den Check machen, wie schnell kann er denn? Ich mache einmal eine andere Ansicht. So. 60. 80. 120. 140. 180 ungefähr, glaube ich, war es jetzt, ne? Viel mehr dürfte eigentlich nicht drin sein, aber 180 ist ja schon ganz ordentlich. Naja, gut. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mit einem PS-stärkeren Modell weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Ich fand die A-Klasse, die hat sich ganz gut gemacht. Ist jetzt sicherlich nicht das Beste, die Creme der Autos, aber ich fand sie wirklich ganz gut. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, wie ihr die A-Klasse fandet und welche Autos ihr euch noch wünschen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen.